Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Inc. Wir haben ja beim letzten Mal hier angefangen in Polen, haben uns ein paar Linien aufgebaut und der Plan heute ist erweitern. Und das mache ich direkt, indem ich hier mal Tschechien mir noch eine Lizenz hole. Und mal gucken, ein paar weitere Linien hier aufzubauen. Was gibt's denn so Spannendes? Ich mach mal schon mal die Fahrzeuge direkt so aus. Guck mal, hier Prag hat zum Beispiel ein bisschen was. Das ist eine Straße. Eine Baustelle aktuell. Brno hat ja... Ja gut, da oben ein paar Güter, aber... Euch echt nichts Spannendes. Ja, aber das da auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal eine Linie wert. Und kommen hier Ostrava, Prag eigentlich auch. Mal sehen. Ich würde erstmal experimentieren mit einem... Da sind gerade die Löhne rausgegangen. Das ist natürlich super toll. Ja, dann mach mal hin. Gib Papa noch mal ein bisschen Geld. Ich würde nämlich erstmal auf dieser Linie hier experimentieren, wie es aussieht mit den erste Klasse Leute. So, nee. Was braucht wollen die Leute? Ein bisschen mehr Komfort, das können wir denen geben. Perfekt. Das klappt schon mal. Kann man den Preis ein bisschen ansteigen. Können wir auch. Können wir noch mehr aufsteigen. Fahrzeug beschädigt. Jawohl. Und defekt, das ist natürlich super. Einen Moment. Jawohl, wir können hier im Preis ja steigen ohne Ende. Na, die Busfahrer wollen wieder etwas mehr Lohn. Wie wäre es mal mit 4000? Na komm, 4010. So, Fahrzeug repariert. Okay, gut. Hat sich das auch geklärt. Wir haben aktuell, wenn ich das richtig sehe, ein Depot, wa? Genau, wir haben eins in Warschau hier. Würde ich doch noch eins in Breslau. Ist das zu nah? Eigentlich nicht. Breslau ist dann nach dahin relativ gut erreichbar. Dann würde ich hier nochmal ein Depot hinbauen. Jawohl, das hat gerade so mit dem Geld gelangt. Und wird gleich dahin abgeschleppt. Perfekt. Ja, das ist schon mal sehr, sehr schön, dass das da funktioniert. Dann würde ich hier auch noch mal direkt so einen Bus draufsetzen. Aber. Dahin natürlich. So, der wird voll. Grandios. Dann hier Breslau. Breslau war auch noch. Ein bisschen was an Nachfrage da. Ja, 1 Euro müssen wir runtergehen. Beziehungsweise 1 Geld. Wir müssen 1 Geld ein bisschen runtergehen. Jawohl. Der fährt zur Reparatur. Das ist alles ganz in Ordnung. Busfahrer, wie viel wollt ihr denn? Ihr habt schon über... Also... Ihr habt euren Gehalt jetzt hier in 2 Jahren oder so verdoppelt. Ist überhaupt schon ein Jahr vergangen? Ich sehe das da oben. Ich sehe nämlich bei mir da 60 FPS. Ich muss da mal in der Aufnahme gucken. In der Aufnahme steht... Ja, keine Ahnung. Kriege ich auch nicht gelesen. Sehr gut. Ja. Aber so...
Im ersten Überblick hier vielleicht ein bisschen. Oh. Wie wäre es? Was fährst du genau? Du fährst nächste Haltestelle. Ach, da oben. Du fährst die. Die Linie da, mein Gott. Ich glaube auf dieser hier zwischen Krakau haben wir schon einen Bus, oder? Der ist gerade in Reparatur. Und wie viele? 27, auch nicht so viele. Aber hier auf der Linie sind da. Zwischen Breslau und Ostrava. Da sind doch genug Leute, die mitfahren wollen. Das können wir eigentlich so sein lassen. Mal sehen. Jawohl, der wird auch direkt voll. Das ist wunderschön. Sehr gut. Das habe ich gerade gemacht. Ich habe gerade ein Fahrzeug neu zugewiesen. Danke. Ich brauche keinen Stoll dafür. Stonks. Buying Stocks, danke schön, dass dieses Stück des Tutorials mal wieder nur auf Englisch ist. Also dieses Spiel ist wirklich... teilweise, also hier zum Beispiel Fahrzeuge, die Fahrzeugtutorials, die sind tatsächlich schon auf Deutsch. Verschiedene. Treiber. Und dann... ja. Ob Treiber auch hier unbedingt das richtige Wort ist. Okay, so viel. Es sind zwei Tutorials hier auf Deutsch. Die anderen sind alle auf Englisch. Aber ja, es ist natürlich grandios. Also Spielemacher hier, kümmert euch bitte langsam mal um die Übersetzungen. So, die Linie hat mehr als genug Potenzial für zwei dieser Busse. Und hier Prag-Ostrava haben wir hier aktuell so einen Bus. Da könnte ich vermutlich auch noch zwei drauf packen. Wenn ich dem gleichen Upgrade noch verpasse, so. Ja, perfekt, der andere fährt ja auch noch direkt zur Reparatur. Huch, Unfall! Dein Fahrzeug hat einen Unfall! Dein Fahrzeug hat einen Unfall mit Totalschaden. Du bekommst jetzt 4.899 als Versicherungszahlung. Dankeschön. Also. Danke. Positiv ist es natürlich nicht, wenn... das Fahrzeug einen Unfall hat. Aber jetzt ist die Frage hier. Was muss ich mit dem machen? Muss ich jetzt den Fahrer entlassen? Wird der Bus verkauft? Bleibt er jetzt da liegen? Fragen über Fragen. So, hierfür noch eine Taste wäre eigentlich ganz nett. Ja, Steuerung tut es irgendwie auch. Ich will nämlich gerade mal gucken, was es sonst noch so an eventuell interessanten Linien gibt. Hier Posen, Lotz. Sehe ich auf jeden Fall noch einen. Auf jeden Fall noch einen Bus. Der wird auch rappelvoll. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Ah, okay. Man kriegt dann da. Und der Bus fehlt dann einfach? Also ist der einfach dann weg? Sieht so aus. Und dann setzen wir mal einen neuen Bus drauf. Ne? Ist die einzig logische Konsequenz. Da passen auch zwei Busse drauf. Naja, Baustelle und so.
Es dauert noch ein bisschen, dann ist es weg. Perfekt. So, wie sieht es sonst hier aus? Also wir haben da jetzt diesen einen Bus. Wenn ich mich nicht irre, sind es ja eigentlich sogar zwei, oder? Nee, einer. Okay. Ein Bus, der aber definitiv nicht die Kapazität hätte, so schnell. So, hier nächstes Fahrzeug defekt. Mach mal hier ein bisschen schneller. Ich glaube, das hier habe ich auch schon. Nein, habe ich nicht. Doch, habe ich. Gut, gut, gut. So, das Geld kommt ja aktuell ganz gut rein eigentlich. Ich warte. Ich wollte gerade sagen, ich warte bis zu 200.000. Was mache ich nächste Folge? Was mache ich die nächste Folge? Ich kümmere mich jetzt noch um Bus. Alter. Könnt ihr mal aufhören, hier alle so defekt einfach zu gehen hier. Ihr habt doch alle, ihr seid doch alle hier an den Manager zugewiesen, wa? Alle, ja. Warum kommt hier zum Beispiel dieses Fahrzeug hier deutlich, warum kommen die hier deutlich unter die 30%, die sie haben sollten? Bus, du? Oder du da? Keine Ahnung. Dann ist mir das die Reparaturstandards hier ein bisschen höher. Hier wird auch nur repariert bis zu einem gewissen Punkt. Kann man das nicht auch noch irgendwie einstellen? Sieht nicht so aus, wa? Gut, gut. Ja, wohin gehen wir als nächstes? Russland. Hat nur dieses eine Ding, dieses eine Ländchen da, oh, also diese eine Haltestelle jetzt hier. Diese eine Stadt. Und zumindest hier auf dem ersten Blick gibt es gerade nichts so direkt, was lohnenswert wäre. Deswegen lasse ich das, glaub mal. Ja, guck mal. Die werden doch direkt wieder ganz voll. Das heißt, das lassen wir aktuell so. Nein, abbrechen. So. Ja, Deutschland kostet fast 400.000. Deutschland ist ja auch ein großes Land. Die Slowakei sieht doch eigentlich ganz interessant aus, denke ich mal. Da haben wir auf jeden Fall was. Da haben wir jetzt nichts. Da haben wir ein bisschen was. Da haben wir noch ein bisschen was. Doch nix. Hier nochmal ein paar Güter. Ja, ansonsten denke ich, haben wir. Nee. Haben wir Bialystok-Lotz? Haben wir da was? Sieht nicht so aus, wa? So. Und da mal noch ein LKW drauf schicken. Zwischen Bialystok und Lotz. Jawohl. Sehr gut. Der wird nicht mal annähernd voll. Okay, gut. Das war wohl nix. Sonst noch irgend direkt eine Güterlinie, die ich hier sehe. Warschau-Lutz. Ja, da haben wir aktuell auch nur einen Bus fahren.
bist schon so günstig. Ich glaube, Güterverkehr müssen wir hier definitiv mit Zügen machen. Ist ja eigentlich vom Netz her relativ gut hier verknüpft alles. Geschlossener Flughafen. Ein Gewitter hat Satelliten und andere Instrumente schwer beschädigt. Der Flughafen ist wegen größerer Reparaturen geschlossen. Gut, gut, dann repariert ihr mal die Schäden. So. Ja, was ist dann der Plan für nächste Folge? Ich würde sagen, so wie das Geld aktuell reinfließt, die Lizenz für Deutschland kaufen und vielleicht noch hier drumherum, so Österreich, Slowakei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüsselü!